Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen Look schminken und zwar geht es um die Essence Glamo Camo Palette, die schon sehr bunt ist. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir auch einen Kaffee geholt, das ist aktuell übrigens der von Gala. Da darf ich einen Produkttest machen, was ich hier sehr gut finde, denn ich liebe Kaffee. So, meine Augenbrauen habe ich jetzt schon mal gemacht. Dafür verwende ich von Catrice den Eyebrow Stylist. Und das ist die Farbe Date with Ashton. Und von MAC Prep and Prime Skin Base Visage, also den Primer, habe ich verwendet. Und um meine Augenbrauen so ein bisschen zu fixieren, um Halt zu geben, habe ich von Benefit den 24 Hours Brow Setter verwendet. Richtig geiles Produkt. Wow. Dann schauen wir uns mal zusammen die Essence Glamo Camo Palette an. Also du hast hier tatsächlich 16 verschiedene Farben und keinen Spiegel drin. Hier unten ist es sehr, sehr grünlich, also hier geht es wirklich ab. Und hier oben ist es sehr nude-mäßig, aber du hast auf jeden Fall genug Farben, um damit einen ordentlichen Look zu schminken. Du hast matte Farben, du hast schimmernde Farben, du hast Pop-Colors ohne Ende. Also ja, ich glaube, damit kann man was zaubern, oder? So, ich klemme mir mal hier so meinen Spiegel dahinter, den ich von der lieben Jana im Tauschpaket hatte. Das ist die White Swan Beauty. Schaut auf jeden Fall mal vorbei und lasst ganz viel Liebe von mir da. Wir gehen als erstes mal hier in die Farbe Pecan Pie. Nehmen die hier mit einem Luxi-Pinsel auf. Das Pinselset verlinke ich euch unten. Das ist eins meiner Lieblingssets. Und dann gebe ich mir das komplett auf mein Lid bis oben zur Augenbraue. Ja, mit einem Basston kannst du nicht allzu viel falsch machen, würde ich mal so sagen. So, dann würde ich mir gerne eine Base Crease geben, also quasi eine Basis für meine Crease. Das heißt, da bleibe ich dann erstmal ein bisschen entspannt und gehe in Maple rein. Das mache ich mit so einem etwas fester gebundeneren Blendepinsel und gebe mir das in meine Crease. Gehe auch wirklich hier so in den Innenwinkel und verblende dann so ein bisschen nach vorne, ein bisschen in kreisenden Bewegungen, einfach ganz sachte. Also du siehst, die Pigmentierung der Palette ist auf jeden Fall da und das finde ich ganz angenehm. So, dann nehme ich die nächste matte Farbe und zwar Olive Hue. Und setze das zur Vertiefung in meine Crease auch nochmal mit rein und schaffe so schon mal einen kleinen Übergang von Nude zu gleich geht die Party ab, Leute. Die Farbkombi, die ich damit jetzt geschaffen habe, sieht jetzt natürlich so ein bisschen aus, als hätte ich wirklich einen aufs Maul gekriegt. Habe ich aber natürlich nicht. Das ist jetzt einfach nur, wenn du Braun und Grün zusammenmischt, ne? Das ist nun mal so, entspricht aber vollkommen meiner Augenfarbe. Das ist auch ganz witzig. Als nächstes nehme ich hier so ein Eyeshadow Brush. Der ist jetzt von Bella Pierre. Den hatte ich mal irgendwo in der Box mit drin. Der ist so ein bisschen flacher und fester. Und gehe in die Farbe November. Das ist ein schimmerndes Braun, dunkelbraun, und setze mir das nach außen. Yep, jetzt hast du Fallout. Blende ich auch so ein bisschen nach oben. Setze das nur nach außen hier auf das äußerste Drittel. Und blende das auch so ein bisschen mit in die Crease. Weil so schaffe ich mir mit meinen Schlupflidern eine etwas hochgesetzte Crease. Ganz angenehm. Fallout kannst du natürlich vermeiden, indem du den Pinsel vorher abklopfst. Ich habe noch keine Base drauf, dementsprechend ist mir das total egal, wenn ich Fallout habe. Deswegen, ne, mache ich einfach fleißig weiter. Mit einem Kosmetiktuch nehme ich mir so ein bisschen hier die Farbe ab, damit es nicht zu extrem ist. Und mache dann mit Grün weiter. Hier gehe ich jetzt in die Farbe Halloween Town. Das ist so ein schimmerndes Grün.
und gebe mir das in die Mitte von meinem Lid und ziehe das auch ein bisschen weiter nach oben. Also ich drücke mir das an und versuche das so ein bisschen noch nach oben zu ziehen, um halt so ein bisschen das Augenlid größer wirken zu lassen. Ziehe das auch ein bisschen mit in dieses Braun von außen mit rein. Also auch wirklich ohne die Pinsel nass zu machen, hast du richtig krass Farbe auf dem Auge drauf und das gefällt mir ganz gut, ne? Jetzt gehe ich in die Farbe Corn Maze hier unten, das ist so ein Gelb, und gebe mir das in die Mitte. Also nicht in die Mitte, also in den inneren Winkel. In den Innenwinkel? Naja, auf das letzte Drittel auf jeden Fall. Ui, der krümelt. Der krümelt und gibt leider nicht wirklich Farbe ab. Ne? Da kommt nicht unbedingt viel aufs Auge, das finde ich doof. Vielleicht mit dem Finger. Da backt er auf jeden Fall ganz gut dran. Und dann presse ich mir den so dran. Ne, nicht wirklich, ne? Also der ist nicht so super pigmentiert. Ich mache den trotzdem auch mal auf die andere Seite. Könnte besser. Könnte definitiv besser. So, dann nehme ich die Farbe Golden Hour und setze mir die mal da drüber, weil die ist vielleicht besser. Das ist so ein richtig schönes Gold. Die setze ich da drüber. Wird auch nicht das meiste. Ein bisschen was passiert, aber nicht der Effekt, den ich gerne hätte. Deswegen nehme ich mir den Pinsel, nehme mir mein Balea Wasserspray. Muss man das überhaupt schütteln? Und sprühe meinen Pinsel kurz an. Oh, ist schön kühl gerade hier. So, und dann ist der Pinsel sehr, sehr nass. Und jetzt gehe ich mit dem angesprühten Pinsel in die Farbe Golden Hour, in das Gold, und presse mir den richtig auf mein Innenwinkel-Lid-Gedöns. Ja. Siehst du, was ich meine? Den Unterschied von rechts, also von meinem rechts zu meinem links? Das Gold ist dann viel strahlender, das ist viel besser. Ja, so mag ich das. Anderes Auge auch. Ja, so will ich das haben. Das war das gewünschte Ergebnis. So, dann blende ich noch ein bisschen mit dem angesprühten Pinsel und Halloween Town, damit die Farben sich halt auch so ein bisschen verbinden. Das funktioniert jetzt gerade sehr, sehr gut durch die beiden angesprühten Farben zu einem richtig geilen Übergang. So wollte ich das haben, Leute. Ja. Das war der Plan. Dann nehme ich mir eben den Blendepinsel von eben und verblende hier oben in der Crease ein bisschen miteinander. Und mit einem sauberen Blendepinsel und Pack and Pie verblende ich hier so ein bisschen die Kanten. Sieht das jetzt auf meinem Auge aus. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Noch ein bisschen schmutzig unten drunter, aber das mache ich gleich sauber, das ist kein Problem. Ja, ne? Mir gefällt dieser Übergang grün, braun, gold richtig gut. Und dann mache ich mir kurz mein Gesicht und dann sehen wir uns sofort wieder für unten und Inner Corner und Augenbrauen Highlight. Ja, für meine Base habe ich jetzt verwendet von L'Oréal Paris Perfect Match Hautton anpassendes Make-up in der Farbe Vanille 2N. Das passt mir aktuell ganz gut. Und von Love Effectful Concealer Pen den Radiance Booster in der Farbe Wake Up Peach. Genau. Das Ganze habe ich dann fixiert mit meinem Manakada Beauty Puder. Ja. Und als Tools habe ich verwendet hier den Real Techniques Puderpinsel und den Amber Schwamm. Kümmern wir uns nun mal um meinen unteren Wimpernkranz, denn der ist noch nackelig. Da gehe ich dann in die Farbe Smoke hier rein mit so einem abgeschrägten, eigentlich ist es so ein Eyeliner oder Augenbrauenstift, aber ist okay. Der ist ein bisschen schimmernd und den presse ich mir richtig an die Seite dran und gehe dann wirklich nur bis zur Hälfte. Ziehe ich mir auch immer ein bisschen nach oben und blende nach oben hin
auch so ein bisschen ein. Der ist wirklich sehr stark pigmentiert, aber es gefällt mir richtig gut unter dem Auge. Das mag ich. Und in die Mitte, beziehungsweise nach, also hier, nach innen, gebe ich mir Golden Hour auf. Auch wieder mit dem Pinsel, den presse ich mir wieder dran und ziehe den dann bis in den Smoky mit rein. So, jetzt brauche ich noch ein Inner Corner Highlight und ein Augenbrauen Highlight. Das setze ich mir mit Cinnamon Sugar. Das ist so ein etwas glänzender Ton, der sehr hell ist und so Champagnerfarben. Den setze ich mir erstmal hier in mein Inner Corner und verblende den auch so ein bisschen in den Lidschattenlook mit rein. Ich habe das immer ganz gerne, wenn alles so miteinander verbunden ist, ne? Wenn ich keine Kanten richtig habe, beziehungsweise wenn die Töne auf meinem Auge alle miteinander verbunden sind. Und dann gebe ich mir die Farbe auch noch hier als Augenbrauen-Highlight auf. Ich finde das richtig schön. Das ist eine richtig coole Farbe. Das harmoniert auch alles so schön miteinander. Würde man jetzt so nicht denken, wenn man die Palette so das erste Mal in der Hand hat. Als ich die das erste Mal auch gesehen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, was soll ich bloß mit dieser Palette anstellen? Was für einen Look soll ich damit schminken? Aber dann habe ich mich so ein bisschen von meiner Augenfarbe auch inspirieren lassen. Und im Prinzip spiegelt der Look das wieder, was sich in meinen Augen abspielt. So, jetzt mache ich mich eben kurz fertig, beziehungsweise ihr könnt euch das erstmal von Namen angucken, ne? Wie das so aussieht. So, jetzt habe ich mein Gesicht fertig gemacht und jetzt komme ich euch mal wieder etwas näher. So sieht dann der fertige Look aus, mit Wimpern und Eyeliner und so, und das finde ich mega cool. Ist auf jeden Fall mal was anderes, du hast ein bisschen was Grünes mit dabei und wie du ja an meinen Augen sehen kannst, passt es auch einfach zu meinen Augen. Ich habe grünbraune Augen, der Look ist grünbraun und ein bisschen Gold dabei. Gut, Gold habe ich jetzt nicht in meinen Augen. Was ich gerade noch so verwendet habe, ist dieser Eyeliner hier von Physicians Formula, den finde ich ganz gut. Weil der neue ist, ist der halt total super und lässt sich halt super ziehen. Das geht dann sehr präzise. Dann habe ich hier eine Kombination aus der Catrice Glam & Doll Boost Volume Mascara und der Benefit Bad Girl Bang Mascara auf meinen Wimpern. Also ich habe zwei Schichten von der hier gemacht, die ein bisschen antrocknen lassen. In der Zeit habe ich mir dann meinen Bronzer und so gemacht und dann bin ich mit der nochmal drüber gegangen. Das macht halt echt ein Bang. Ja, dann habe ich den Altera Bronzer, Multicolor Bronzer verwendet in der Farbe 02 Natural Matte. Den Seraphine Botanicals Litchi and Gold Healthy Glow Rose Gold Blush. Von Becca den Opal Highlighter. Moment, den habe ich hier nämlich in so einer Mini-Größe, aber mit einem Mini-Spiegel dabei. Auf den Lippen habe ich einen Kombi aus diesen zwei Produkten, was ich in letzter Zeit unheimlich gerne trage. Das ist einmal von MAC. Der Nutmegged Lipstick, der ist halt in so einem schönen Nude. Und darüber habe ich mir dann von Fenty Beauty diesen Lipgloss gemacht in der Farbe Fenty Glow. Und das Ganze habe ich fixiert mit einem neuen Fixing Spray, weil mein altes ja gerade leer gegangen ist, von Revolution Sport Fix. Das stinkt wie Hölle, hat aber einen schönen Sprühstrahl, habe ich jetzt gerade zum ersten Mal verwendet. So ihr Lieben, das ist jetzt dann auch mit offenen Haaren der fertige Ausgeh-Look, würde ich mal so sagen. So würde ich mich wohlfühlen, so würde ich rausgehen. Und ich finde es, dadurch, dass es halt grün-braun ist, irgendwie schon so ein Stück weit natürlicher, als wenn ich mir jetzt lila auf die Augen mache oder blau. Also von daher fühle ich mich damit sehr, sehr wohl und freue mich, dass ich das getestet habe. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!